Bringen sie etwas oder bringen sie nicht so viel für eine bessere Luft in den Städten? Die Umweltzonen. 45 gibt es mittlerweile in Deutschland mit unterschiedlich strengen Vorschriften. In vielen sind noch alle Plaketten erlaubt. Einige haben nur noch Gelb und Grün. In Leipzig, Hannover und Berlin darf man ausschließlich mit grüner Plakette in die Innenstadt fahren. Vor allem Berlin hat für die deutsche Umwelthilfe Vorbildfunktion. Hier sind mehr als 60.000 Fahrzeuge mit einem Rußfilter nachgerüstet worden. Die Umweltzonen haben tatsächlich zur Luftverbesserung beigetragen, und zwar insbesondere bei den besonders gesundheitsschädlichen Feinstäuben aus Dieselmotoren. Für die Zukunft hoffen wir aber darauf, dass die Kommunen Umweltzonen besser überwachen und dass vor allen Dingen in diesem Jahr alle Umweltzonen auf grün umgestellt werden. Erst dann werden wir die volle Wirksamkeit erleben. Doch trotz strenger Kontrollen hat auch Berlin im vergangenen Jahr die Feinstaubgrenzwerte überschritten. In der vielbefahrenen Frankfurter Allee an 54 Tagen. Erlaubt sind nur 35 Überschreitungstage im Jahr. Ursache hierfür sei der Feinstaub aus den polnischen Kraftwerken, heißt es bei der Stadtverwaltung. Die schon berühmte Landshuter Allee in München hat allein schon in diesem Jahr den Grenzwert an 26 Tagen überschritten. Automobilclubs wie der ADAC halten Umweltzonen nach wie vor für wirkungslos. Aus unserer Sicht haben die Umweltzonen nicht das gebracht, was man sich versprochen hat, vor allen Dingen deswegen, weil der Autoverkehr nur zu etwa 5% an dieser Feinstaubbelastung schuld ist. Die Hauptursachen liegen beim Hausbrand, liegen bei der Industrie, liegen bei Kraftwerken, und beim Pkw-Verkehr könnte man ansetzen, zum Beispiel, indem man den Verkehr flüssiger macht, indem man mehr grüne Wellen macht, dann würde man wirklich effektiv was gegen die Feinstaubbelastung tun. Immerhin, wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Zahl der gesundheitsgefährdenden Rußpartikel im Feinstaub seit Einführung der Umweltzonen um die Hälfte abgenommen hat. Letztendlich ist dabei jede Maßnahme gut, die hilft, nicht allzu schlechte Luft in unseren Städten einatmen zu müssen.